Hallo meine Lieben, heute ist der 5. April und ich fahre jetzt in die Klinik, um mein letztes Vorgespräch für meine Brust-OP, die dann wohl geplant ist jetzt am 20. April. Ja. Und bisschen quatschen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut erkennen und ich hoffe auch, dass es nicht allzu doll wackelt. Ja, irgendwie freue ich mich jetzt, aber ich habe doch natürlich ein bisschen Bammel. Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ja, ich lasse mir mal den Expander rausnehmen und lass mir mal eine Brust drin basteln. Nee, so ist es nicht. Ich habe ja vor kurzem ein Video gedreht von meinen Paletten und da möchte ich mich erstmal nochmal bedanken für eure Anteilnahme. Ich habe jetzt auch noch eine Abschminkroutine mit ein bisschen Labern abgedreht, weil ich habe ja in letzter Zeit nicht viele Videos hier hochgeladen. Und das hatte ich ja schon in dem Video erklärt, dass ich privat ist hier nicht alles so rundgelaufen, also sehr traurige Sachen sind passiert. Und mir selber ging es auch nicht so gut. Denn halt auch das Wetter ein bisschen schuld, das schöne Wetter, weil wir haben ja vorne einen Garten und hinten einen Garten und ich bin dann gerne draußen. Und auch viele, viele Kilometer mit meiner Helga unterwegs. Und da bleibt dann nicht viel Zeit zum Videodrehen, wenn ich dann noch nebenbei arbeite. Ne? Ich denke mal, oder ich hoffe auch, ihr habt Verständnis dafür. Ich weiß ja nicht, ob ich mit der Kamera schon mal mit meinem Liebling sein Auto gefahren bin, weil ich fahre heute nicht mit meinem Auto, weil Liebling hat gesagt, nee, fahren wir ruhig mit meinem. Und ups, ich gebe auch zu, das mache ich gerne, weil die Kiste mehr PS unterm Arsch hat. Ja, ich fahre gerne Auto, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fahre unheimlich gerne Auto. Übliche Frage, geht's euch gut oder habt ihr momentan auch irgendwo einen Tiefpunkt oder sowas, würde mich auch mal interessieren. Wenn ich heute fertig bin oder je nachdem wann ich denn da bin, werde ich versuchen heute noch zu Tickle Max ranzugehen, weil sonst komme ich da nicht so zu. Und das ist ein LKW vor mir und will mal schauen, ob ich da was Schönes kriege. Und wenn nicht, ist aber auch nicht so schlimm. Und ich kaufe ja nur selten im DM in, also doch wenn schon, mehr Waschmittel und so was, neben dem Übliche, was man so braucht. Aber ich will heute mal gucken bei DM, ob ich diesen Cushion-Eyeliner finde oder bekomme, weil der reizt mich wirklich. Ich habe ja ihn von Maybelline gehabt und der ist nun leider alle. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Und vielleicht habe ich Glück und finde den. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Ja. Ich habe vorhin noch so gewartet, weil ich müsste heute mit DPD ein Päckchen kriegen. Ein schönes kleines, da freue ich mich schon drauf. Und morgen, oh, ich freue mich morgen so sehr. Ich habe zum ersten Mal bei IKEA bestellt. Weil ich war ja vor kurzem bei meiner Schwester. Und da waren wir dort in IKEA, weil die haben eine Glasvitrine gesucht. Ich muss jetzt mal googeln. Nee, das ist ein Berg, das mag ich nicht. Und ich habe da auch so rumgeguckt, weil ich ja meinen Schminkplatz ein bisschen umorganisieren möchte. Wisst ihr, was ich ganz niedlich finde? Mein Sohn, also Paul, kennen ja schon viele von euch, der war vor kurzem mit seiner Freundin bei uns. Und irgendwie hatten wir uns spontan dann überlegt, ob wir nicht zusammen was unternehmen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich mal noch schnell aus meinem Arsch ein Gesicht. Und da sagte mein Paul, willst du mit zur Mutti gehen, zum Douglas? Und dann hat die geguckt. Und weil meine Familie nennt mein Bad, ich habe ja Aline Bad, Douglas. Ja.
Ich finde das total niedlich. Und ich möchte ebenfalls meinen Douglas jetzt umgestalten. Und da habe ich mir zwei, also eine Rollcontainer bestellt. Mit je sechs Schubläden. Und ich bin echt gespannt. Das Ding muss man ja noch zusammenbauen. Jetzt versuche ich den aber trotzdem zu überholen, weil mein Lieblingsauto hat ja doch ein bisschen mehr Pfeffer unterm Arsch, wie gesagt. Und das war ja nicht schlimm. So. Ja, und da habe ich mir das alles ausgemessen und mir so Gedanken gemacht, wie ich das gerne machen würde. Was mich ein bisschen interessiert, was leider nicht in der Beschreibung war bei IKEA, wie tief die, also so wie hoch die Schubläden so sind. Das hätte ich gerne gewusst vorher, aber naja gut, das ist jetzt mal anders gelaufen. Ich werde das Beste draus machen. Und wenn ihr Interesse habt, schreibt mir unter diesem Video in den Kommentaren, ob ihr meinen neuen, eingebauten, umgebauten Schminktisch denn sehen wollt. Ich freue mich schon tierisch drauf. Einziges Problem ist, wie gesagt, wir haben jetzt Nachtschichtwoche. Auch wenn die Möbel morgen kommen, muss ich ja leise sein, weil mein Liebling schläft ja denn. Das ist natürlich voll blöd. Ich habe heute schon so ein Problem. Ich fahre jetzt in der Klinik und ich wollte erst Helga mitnehmen. Aber ich habe ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie warm das wird und wie lange ich dort im Krankenhaus warten muss. Und da möchte ich meine Helga nicht so lange im Auto lassen, weil ich finde das echt unverantwortlich. Wenn so ein Hund vielleicht in so einem warmen Auto näher sitzt, ne? Aber wenn ich weg bin, dann jammert meine Helga immer. Also mein Liebling kann die auf dem Schoß haben oder sonst was, die jault, weil ich nicht da bin. Und dafür kann die aber nichts, weil die wurde früher immer abgegeben und wieder geholt von irgendjemand und nicht mal eine Woche wieder abgegeben. Und hat die natürlich Verlustangst, ja. Und das ist natürlich blöd. Ich laber schon wieder wie so eine Verrückte. Aber ihr habt mich ja schon lange nicht mehr so quatschen hören. Ja, ich hätte so gerne meine Helga mitgenommen, seitdem mit der Box und so, das ist so schön. Und die gefällt ihr auch, also man merkt das auch. Klar, sie springt jetzt nicht, ich gehe mal meine Box nicht. Da muss man schon ein bisschen nachhelfen, aber wenn die hier drinnen liegt, dann dreht die sich um, haut sich hin und pennt. Also ganz entspannt und für mich ist das natürlich auch entspannt, ne? Ich hätte sie wirklich gerne mitgenommen, aber naja. Aber dafür gehe ich noch zum Fressnapf und dann hole ich für meinen Helga eine kleine Überraschung, wenn die Mutti wieder da ist. So, ich denke mal. Nee, die bestimmt. Achso, ich habe was ganz Tolles noch erlebt. Also wie gesagt, ich war ja bei meiner Schwester für eine Woche und dann war ich zu Hause und danach bin ich schon wieder weggefahren. Also ich bin schon sehr viel unterwegs. Und dann war ich, danach war ich dann mal am Wochenende bei meinem Sohn und seiner Freundin. Und meine Tochter hat jeden Tag zu mir gesagt, Mutti, ich will zu Apollo. Ich habe so einen schönen Designerrahmen und da möchte ich mir meine Brillengläser drin arbeiten lassen. Magst du mitkommen? Ich gesagt, ja. So, dann hat die meine Tochter gefragt, was ein Sehtest kostet. Und dann hat die gesagt, nein, ein schneller Sehtest kostet nicht und der andere soll über 18 Euro kosten oder sowas. Und mir war ja eigentlich bloß wichtig, kann ich wirklich noch so weit gut gucken, wie ich mir einbilde? Weil man selber merkt das ja, glaube ich, gar nicht so. Weil alles, was von meiner Nase hängt, das weiß ich ja, da bin ich ja blind wie Maulwurf. Gut, haben wir gemacht. Die hat gesagt, das ist ganz minimal. Also höchstens, wenn die Augen mal überanstrengt sind, vielleicht zu lange am PC oder man hat viel gearbeitet und man fühlt sich dann schon so müde, dann würde man das vielleicht selber merken. Meine Tochter hat alles soweit klar gemacht mit ihrer Brille. Oh, hier steht Umleitung drauf. Ich glaube nicht, oder? Wo darf ich jetzt nicht langfahren? Jedenfalls hat die alles fertig gemacht. Jetzt muss ich mal kicken hier einzunehmen. Ich kenne die Straße nicht. Mal schauen. Und wir wollten gerade rausgehen und bei Viermann habe ich ja immer das gemacht,
wenn ich irgendwann warten musste, habe ich da lauter Brillenrahmen aufgesetzt und mich daran erfreut. Und jetzt wollten wir aber rausgehen und hat meine Tochter gesagt, oh Mutti, guck mal, den setzen wir auf den Brillenrahmen. Ja, habe ich wohl gemacht und dann kam man zum einen zum anderen. Und auf einmal sagt meine Tochter zu der Frau bei Apollo, naja, dann machen Sie mal einen richtigen Sehtest mit meiner Mutter und ich schenke meiner Mutter eine Lesebrille und eine Weitsichtbrille. Ich war so erschrocken, ja, es war ja wütend, ja. Aber dann kamen mir doch die Tränen, weil meine Tochter dann noch so was ganz Nettes, Privates gesagt hatte. Und ja, jetzt habe ich noch zwei neue Brillen, ja. Ich bin ja sowieso so ein Brillenmonster. Haben ja schon einige wahrscheinlich mitbekommen in meinen Videos, dass ich öfters mal ja, eine andere Brille auf habe. Aber diese Weitbrille, Weitsichtbrille, die habe ich jetzt wirklich im Auto. Falls es mal doch zu anstrengend wird, dann setze ich die auf. Ich muss die also nicht jeden Tag tragen und nur beim Autofahren ist gut. Nee, hat sie gesagt, muss sie nicht. Das ist sehr, sehr minimal. Aber ich entlaste halt doch die Augen damit, ne? Ja, das hatte ich noch erlebt. Dann habe ich auf Instagram gezeigt, ich habe für meine Helga einen wahnsinns geilen Fressnapf gekauft. Nee, den habe ich ja nicht gekauft, das ist auch gelogen. Den hat mir von meinem Sohn die Freundin geschenkt, weil wir waren nämlich in Gato auf dem Flohmarkt. Achso, ich müsste auch mal blinken. Ja, das ist noch passiert, denn eben die traurigen Sachen, aber darüber möchte ich echt nicht reden, weil wenn ich jetzt davon anfange und ich fahre zur Klinik, was ihn ja selber auch beschäftigt, dann ist es doch für mich ein bisschen, dass es wahrscheinlich mich runterzieht. Ja. So, dann werde ich jetzt beruhigt weiterfahren und bei der Rücktour werde ich nochmal berichten, was da so abgegangen ist, weil ich weiß, man darf nicht drinnen filmen. Und dann werden wir uns später sehen. Bis dahin. Nun sind wir wieder in meinem Douglas und ich hatte ja, besser gesagt, ihr hattet ja vorher jetzt in meinem Video gesehen im Auto, wo ich in die Klinik gefahren bin und nun wollte ich euch berichten, was da nun rausgekommen ist. Ja, also meine Anmeldung für die OP am 20. wurde gleich vollzogen. Am 19. muss ich nochmal hin. Ich hätte die Nacht da bleiben können. Klar, manch einer würde sagen, hey, wärst du gleich da geblieben? Nee, ich möchte eigentlich so wenig Tage wie möglich da drin sein. Jedenfalls muss ich am 19. hin, da werden nochmal ein paar so Untersuchungen gemacht. Und ich denke mal, da wird auch angezeichnet, der Schnitt ist diesmal nicht unterm Arm, an der Leiste überall, weil da habe ich ja mehrere Narben schon. Der ist jetzt am Brustunterbogen, der wird dann da gemacht, der kommt der Expander raus und ein Silikonkissen rein. Da wurde mir auch erklärt, wie der Schritt dann so weitergeht, wenn nämlich die Seite dann verheilt ist und ja, dann brauche ich ein paar Wochen, ne? 6 Wochen, glaube ich, war das, 12 Wochen oder so. Habe ich denn so einen Panzer da oben, so einen ollen, blöden, oh, ich hasse den jetzt schon wieder, diesen BH. Und dann ist ja die noch Brustralle, die wird dann angepasst. Und da gibt es ja viele Methoden, Eigenfeld, dann gibt es Unterspritzung oder irgendwelche Sachen, aber wir wollen jetzt versuchen, vielleicht Eigenfeld, dann habe ich mich gefragt, wo wollen die bei mir das Fett nehmen? Aber der Doktor sagt, man findet überall und immer was. Und das wollen wir jetzt durchkriegen von der Krankenkasse, ist ja klar, ist logisch. Ansonsten wird die Brust neu gestraft, das war der Hammer. Dann sagte er bloß, also er zeigte mir das an meiner jetzigen Brust, die noch Brust, wie das dann aussehen könnte. Und da habe ich gesagt, oh mein Gott. Und hat er gesagt, ja, das ist eben die Brust einer 20-Jährigen. Ich sage, wirklich eine Brust habe ich eine 20-Jährige. Ich sage, ich bin fast 52. Ich sage, brauche ich keine Brust wie eine 22- oder eine 20-Jährige. Danach ist ja dann eben, wie gesagt, diese Anpassung. Und wenn die verheilt ist, dann habe ich ja noch eine OP. Weil, ist ja klar, ich habe ja hier alles weggehabt und die Haut wurde erst gedehnt, um wieder eine Brust zu bekommen. Jedenfalls wird mir dann aus dem Oberschenkel Haut entnommen und daraus wird mir eine Brustwarze geformt. So wurde mir das erklärt. Ein bisschen eigenartig, weil ich habe das schon mal ganz anders gehört von einem anderen Arzt und da bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich diesmal wieder einen anderen Arzt hatte. Und das kläre ich aber am 19., weil das hat mich ein bisschen ja, durcheinander gebracht. Weil ich habe das mal ganz anders gehört.
Dann ist erstmal mein Bericht dazu und wie gesagt, am 20. bin ich dann in der Klinik. Für wie viele Tage weiß man ja vorher nicht. Es kommt immer darauf an, wie verheilt das, wie läuft das Wundwasser ab und dann werde ich wieder entlassen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch ein paar Videos vordrehen kann, weil ich habe eine tolle Idee. Also meine Enkeltochter hat gesagt, Mensch Omi, das musst du den Leuten zeigen, das ist eine geile Idee. Also werde ich jetzt so ein paar kurze Videos mal drehen und die dann nach und nach so freischalten, damit ich nicht ganz so vergessen werde. Ich hoffe, euch hat mein Video und meine Fahrt im Auto relativ gefallen. Mehr kann ich euch leider jetzt noch nicht sagen zu meiner OP, weil die muss ich erstmal hinter mir bringen und ich habe da wirklich, ehrlich gesagt, richtig schrecklich Angst vor. Gebe ich zu. Weil ich weiß ja, wie das war, als der Expanderin kam und die Schmerzen und mit diesem komischen BH und lange nicht duschen können, nur waschen und ach, das ist, also ich fand es schon schlimm, wirklich. Und wenn das jetzt wirklich mal noch warm wird, dann beneide ich mich überhaupt nicht. Ja. Das war erstmal dazu und die anderen Videos werden wieder ganz andere Themen haben. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche euch, dass die Gesundheit euch gut freuen bleibt. Und in diesem Sinne, glaubt mir, es gibt viel, viel Schlimmeres, als mir zuzusehen. Ciao!